Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Corborn Nations of the Old Core. Ja, Grimnir steht hier rum, während es jetzt wieder regnet auf den Feldern. Und ja, was machen wir denn heute? Heute keine Rubien sammeln, sondern Stein. Ich habe gesehen, eine Kiste, da fehlen 5 Reihen. Und deshalb hacken wir heute Stein. Na, ja, gesplittertes Holz, das ist doch wieder Quatsch. So. Genau, heute gehen wir einfach mal Holz hacken. Ey, Quatsch. Wenn ihr laber nicht. Steine klopfen, natürlich. Gut. Habe ich heute euch irgendwas zu erzählen? Tja, ich weiß auch nicht so recht. Ja, offscreen habe ich ja weiter Pilze gefarmt. Rubian auch. Und die Chip Cups. Da sind jetzt jeweils 4 Kisten voll. Chip Cups jetzt mittlerweile sogar 4,5. Da ist noch eine angefangene, beziehungsweise eine gemischte Kiste. Und jetzt, ja, habe ich gesehen, wie gesagt, dass wir noch Stein brauchen können. Und das werden wir jetzt dann auch holen. Aha, hier kommt auch Quarzsand raus. Okay. Ja, hau ich da schon wieder drauf. Das ist doch wieder Schmarrn. So. Na. Geh mal durch hier. Ja, ich bin halt jemand, ich hole halt das, was benötigt wird, beziehungsweise das, was fehlt in den Kisten. Und das ist halt wirklich durch die Bank alles. Und das Einzige, was halt noch fehlen würde, wären Sachen aus Stein. Aber warte mal, wenn wir jetzt schon auf den Feldern unterwegs sind, können wir noch Getreide auch mitnehmen. Genau, also Stein und Granit, weil wir... Weil die Kisten, sagen wir es so, wo weiterverarbeitete Materialien drin wären, wie Steinblöcke und Granitblöcke, da ist halt noch nichts passiert. Aber ehrlich gesagt, da sehe ich mich jetzt nicht in der Verantwortung. Denn wir haben ja eigentlich 2 Steinmetze. Beziehungsweise jetzt eigentlich halt noch... Ja, ich sag mal 1,5. Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt so ausdrücken kann. Denn Myrim ist ja jetzt adelig. Und ob sie sich dann noch ihrem alten Job verbunden fühlt, das kann ich natürlich nicht sagen. Naja, andererseits mache ich halt auch alles. Alles aus der Holzfällen. Kann man so sagen, ja. Naja. Ich würde ja gerne wieder Holz hacken, aber... wohin damit? Ah, das wisst ihr ja schon. Ups. Ach, jetzt renne ich da direkt daran vorbei und nehme es nicht mit. Sowas. Und das andere ist, wir brauchen halt einfach auch kein Holz. Kein Holz mehr. Das ist ja so viel da. Das reicht locker, um die nächsten Jahre zu reparieren. Und so viel braucht man ja auch gar nicht mehr an Reparaturmaterial. Und unser Schloss ist ja vor allem aus Stein gebaut. Stein, bisschen Granit, ja, Dunkelholz auch. Aber davon ist so viel vorhanden. Allein schon meine privaten Vorräte und im Schloss ist natürlich auch sehr viel da. Oh, da war ein Blitz. So, jetzt schmeiße ich mal schnell. Genau. Aha. Da haben wir so einen Scheiß auch noch dabei. Das fliegt auch raus. Und was haben wir hier? Geologisches Räucherwerk fliegt auch raus. Okay, gut. So, wir brauchen... 5 Stapel. 5 Stapel zu je
100, glaube ich. 100 passen rein. Okay. So, dann müssten wir darüber. Ich schaue nochmal schnell, ob ich irgendwo... Ja, genau hier oben. Einmal Getreide übersehen habe. Ja, was wir noch brauchen können, wären... Wir haben ein bisschen mehr Getreide und Fleisch. Rückst du das freiwillig raus? Aber ich will euch nicht hauen. Das wäre halt... Diese Tierchen, die geben halt genau das, was wir bräuchten. Aber ich weiß nicht, ich will die nicht hauen. Beziehungsweise halt töten. Nö. Einfach nur, nö. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, ich sehe Rimmir ja mittlerweile irgendwie schon als kleinen Pazifisten an. PvP gibt's ja nicht im Spiel, zum Glück. Aber auch Tiere möchte er einfach auch nicht bekämpfen. Gar nicht mehr. Ja, also... Das habe ich in seinem Tagebuch gelesen, quasi. Ja, so sozusagen. Nee, ich spioniere nicht in fremden Tagebüchern. Na, aber es fällt mir immer schwerer, irgendwie Tiere zu bekämpfen. Ich will das einfach nicht. Okay, ist es weg. Ah ja, ich dachte schon, jetzt kommt er wieder. Ich will auch nur Stein abbauen. So, ich störe euch doch nicht. Gut, es macht jetzt ein bisschen Krach, aber... Ja. Oh, Entschuldigung, Tige. Hey dir. Genau, so heißen die ja korrekt. Hey dir. D-I-R. Kann man jetzt auch aus dem Englischen jetzt auch nicht ableiten, was das genau bedeuten mag. Naja, aber jetzt darf ich mal wirklich bald langsam was ausdenken, was ich jetzt noch mache. Jetzt wo, ja, die ganzen Kisten gefüllt sind, jetzt wo ich wirklich viel geleistet habe in letzter Zeit. Also, ich sag mal so, in den letzten anderthalb Monaten. Ich glaube, ich habe ja auch... lass mich nicht lügen. Also, sagen wir mal, anderthalb Monate, das sind jetzt so ungefähr 45 Tage. Da habe ich wahrscheinlich auch, ja, sagen wir mal, 41 davon jeden Tag gezockt. Es gab mal ein paar Tage, ein paar einzelne, wo ich jetzt nicht gespielt habe. Aber so. Also ich... Na, was... Achso, das sollte man mal auf die Stelle draufhauen. Aber so, ich weiß gar nicht mehr, wann der letzte Tag war, wo ich nicht gespielt habe. Keine Ahnung. So, haben wir noch irgendwo Heu hier? Quatsch, Heu. Das ist ja Getreide, nicht Heu. Aber schaut halt aus wie so Heu. Zusammengebundenes Heu oder so. Okay, jetzt haben wir bald wieder Nacht. Ja, dann gehen wir einfach da auf den... in dem Wald und... Oder sollten wir ein bisschen Mondstein abbauen? Wisst ihr was, das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt da nochmal die Route ab. In dem Wald da hinten. Und holen uns Mondstein. So, haben wir da irgendeinen Scheiß? Oh. Ja, das sind schon fast 4 Steine. Okay. Oder über 4 Stapelsteine. Ja, jetzt ist...
habe ich mir zu viel Zeit gelassen. Da werden wir die ganze Mondsteinrunde nicht machen können. Oder gehen wir bloß ein bisschen hier auf den Feldern spazieren. Der Jagd nach Glühwürmchen und Leuchtpilzen. Ich weiß auch nicht. Weil bis wir jetzt da hinten im Sumpf sind, das dauert halt einfach ein Stück. Naja. Nehmen wir einfach das mit, was wir kriegen. Oh, wunderbar. Oh, einmal Sporen und einmal kaminrote Glühwürmchen. Super. Klasse. So, leuchtender Jukeset. Oh, klasse. Beides echt willkommen. Hallo Ziggy. Ne, Pilze brauchen wir jetzt keine mehr. Plumquats auch nicht mehr. Euch Burschen brauchen wir noch. Oh, Nachtessenz. Ja, was ist denn jetzt los? Cool. Drei coole Sachen gefunden. In einer Nacht. Wunderbar. Schön, schön. So, aber jetzt gehen wir nochmal einen Mondstein abbauen. Wir sind eh gleich da. Gut, hier gibt es Granit. Ja, Granit könnte man auch noch weiterhacken. Ja, ich weiß halt auch nicht so genau. In der Nacht. Nee, am Tag. Und welche Kisten wir jetzt noch voll machen sollten. Ich meine, theoretisch könnten wir jede Menge Steine und Granit noch holen. Und das anstatt weiterverarbeiteten Steinblöcke und Granitblöcke da einlagern. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt auch noch alles mache. Okay, der. Ich weiß nicht. Nee, also da ist irgendwie für mich eine Grenze überschritten. Also wenn, dann würde ich mithelfen, sag ich mal. Wenn die anderen beiden mal wieder oder verstärkt jetzt auf Stein und Granit gehen würden, dann würde ich auf jeden Fall mithelfen, klar. Und wird auch Stein abbauen und Granit. Aber allein, nee, das sehe ich gar nicht ein. Ach komm, lass den Stein in Ruhe. Nimm lieber den Mondstein mit. Hinten ist jetzt so ein Pilz, aber das ist jetzt egal. Da renne ich jetzt nicht mehr zurück. Lieber mir einen Mondstein mitnehmen. Ja, ich muss mir halt was überlegen. Andererseits, ja, was machen? Oh. Ist der Night Tops nicht mehr da? Schade. Tja. Das andere Problem, was ich sehe, wenn ich jetzt die ganze Zeit Stein hacke auf den Feldern. Ich finde, das ist ja relativ effektiv dort auf den Feldern. Und vor allem auch friedlich. Ja, wir haben jetzt folgentechnisch, also aufnahmetechnisch, haben wir jetzt schon viel Rubian geholt auf den Feldern. Das heißt, wir waren in den Folgen auch schon viel auf den Feldern unterwegs. Tja, und ich möchte euch ja auch ein bisschen Abwechslung bieten. So, Ziege, bleib mal weg jetzt hier. Und ja, heute, ich meine, Stein ist halt eine andere Ressource, da kann man gut mal auf die Felder gehen, aber. Und wir. Oh, nochmal Sporen, super. Ja, und. Wir haben jetzt eben mehrere Folgen dasselbe gemacht: Chipcups holen im Wald zwar und nicht auf den Feldern. Aber ist halt trotzdem wieder, also eine Wiederholung drin. Und ich meine, Steine klopfen ist halt auch nicht so das Wahre. So zum Zuschauen.
denke ich mir halt einfach, ich muss mir echt was einfallen lassen. Ach Mist, das ist der da. Alter, ich bin so weit weg. Okay. Stört ihn jetzt nicht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch ein paar mitkriegen. Dann hat sich das doch eh schon gelohnt. Ich habe keine Ahnung, was machen. Oh! Ach so. Ja, okay, gut. Jetzt brauchen wir nicht mehr sammeln. Okay. Das Inventar ist voll. Tja. Aber ich hätte auf jeden Fall noch gerne mehr Stein dabei. Ich meine, man könnte ja in den Überschusskisten auch noch was reintun. Okay, da werden wir mal ein bisschen was. Also meine Sachen, die ich da gefunden habe, diese besonderen Sachen, werden wir jetzt auf jeden Fall in meine Kiste verstauen. So, das da. Okay, dann hätten wir jetzt noch drei. Okay, ja, ich würde sagen, das passt. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück auf die Felder. Ich brauche jetzt nochmal einen Schluck Kaffee. Ah, ganz trocken im Mund schon vom vielen Labern. So. Dann gehen wir jetzt noch weiter Steine klopfen. Wenigstens bis das Inventar voll ist. Und dann passt es für die Folge. So. Schauen wir mal, wo wir aufgehört haben. Da vorne sehe ich auf jeden Fall schon mal Getreide. Genau, hier passt optimal. Dann können wir hier weiter hacken. So, das nehme ich euch mal weg. Ja. Ihr esst lieber frische Sachen, die noch wachsen. Okay. Ja, es ist eigentlich exakt die Rubin-Runde. Aber halt mit einer anderen Beschäftigung. Moment, hier hatte ich doch. Genau hier. Na? So, sind wir in der richtigen Richtung unterwegs? Ja, doch. Hier ist nichts. So, was haben wir schon geholt? hier. Ja, Getreide haben wir jetzt eine volle Kiste und ja, eine angefangene, wo so ein Drittel oder so drin ist.
Aber wie gesagt, ich sehe es nicht ein, dass ich dafür Viecher abschlachte. Nee, das bin einfach nicht ich. Nicht für Zeug. Ich sag mal, wenn es so wie in Wirklichkeit, wenn es vom Leben abhängen würde, also bevor ich verhungern würde und es gibt nichts Alternatives, dann würde ich natürlich ein Tier für Nahrung oder so schon, ja, ihr wisst, was ich meine. Aber nur um Kisten voll zu machen, nö. Ich weiß nicht, ich bin da einfach so und das ist... Schauen wir mal, wie es später mal sein wird, wenn der Nahrungsverbrauch wieder im Spiel sein wird. Das ist ja auch schon bestätigt. Irgendwann kommt das wieder, dass man essen und oder trinken muss. Ich weiß gar nicht. Also es hieß was von Food. Also das heißt für mich eher was essen. Ich weiß nicht, ob man beides muss oder nur essen. Ich glaube früher in der Alpha, da war eine Food-Anzeige, oder? Also Mampfen. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht seit der Alpha, sondern seit der Beta erst dabei. Ich habe da zwar mal ein Video gesehen oder mal was gehört davon, aber ich weiß es halt nicht. So, wie schaut es denn aus? Ja, komm, machen wir noch ein bisschen weiter. Bis es dunkel wird, hauen wir noch Steine. Okay. Ja, bei mir haben jetzt die Pilzrunden ziemlich viel Spaß gemacht. Das ist was, weiß ich nicht, wo ich mich, ja, identifizieren ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber, weiß nicht, Pilze pflücken ist echt cool. Was haben wir hier? Ach, immer derselbe Blödsinn. Ist es vielleicht effektiver am Fluss lang? Ich weiß gar nicht. Okay. Warte mal, genau hier. Das Eisen. Eisen habe ich ja jetzt in letzter Zeit, also da, wo ich in den Wäldern für Pilze unterwegs war, ziemlich ignoriert. Das dürfte heißen, dass wieder einiges nachgewachsen ist. Wenn man bei Eisen von Nachwachsen sprechen kann. Ach so. Okay, hier ist der Weg zurück, oder? Mal schnell auf die Karte schauen, genau. Dann müssen wir ja doch in die Richtung. ...300, 450... ...600... Ach, wisst ihr was? Ich glaube, das reicht. Ja. Weiß nicht, vielleicht machen wir noch mal eine Steinrunde in der nächsten Folge oder so. Ich weiß noch nicht. Ich überlege mir was, Leute. Auf was ich Bock habe, was benötigt wird. Ja, Stein und Granit wird benötigt. Theoretisch, wenn man es von den Kisten... Wenn man von den Kisten ausnimmt, ausgeht. Herrgott, jetzt rede ich wieder Quatsch. Oh Mann, ey, mir. Ja, also theoretisch müssten wir... Wenn man wirklich von den Kisten ausgeht, Steinblöcke und Granitblöcke machen. Obwohl halt Blöcke, ja, keine Ahnung, brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Das ist ja was für Baumaterial. Also theoretisch wäre es fast sinnvoller, nur Stein und Granit zu hauen. Und ich meine, für diese Ressourcen, die da rauskommen, Quarzsand und so, ja, können wir auch noch brauchen. Quarzsand, Quarz. Ja, können wir auf jeden Fall noch benötigen. Also irgendwie rede ich heute ziemlich Mist grammatikalisch.
Grammatikalisch. Mei. Nee, jetzt nicht wieder den Scheiß mitnehmen. Grammatikalisch. Mann, ich weiß nicht. Tja. Ja, für meine Verhältnisse ist es noch ziemlich früh heute. Beziehungsweise halt noch nicht lang vom Aufstehen her. So, komm, jetzt reicht's aber wirklich. Jetzt schmeißen wir alles noch in die passende Kisten rein und dann war's das mit dieser Folge. Ich glaube, die war okay lang. Eben so mittelmäßig. Müsste passen. So, also Stein. Das war die Kiste hier, gell? Okay, die ist voll. Passt. Dann haben wir hier eine Gemischtkiste. Das war die hier, genau. Okay. Granit kommt hier noch rein. Okay, dann haben wir hier noch das Zeug. Okay, was haben wir da noch? Ja, okay. Raus damit. Okay, aber wisst ihr was? Den Rest räume ich dann ohne euch ein. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.